Oh Leute, Time ist hier. Wir befinden uns immer noch im 48-Stunden-Stream und es wurde schon fleißig gezogen. Wir sind schon fast so an 1000 Euro dran. Ich habe keine Ikone gezogen. Mein bester Pull war Rudi Völler für 280.000 oder sowas. Der Strubels bester Pull war Son. Absolut brutal. Auf gar keinen Fall nachmachen. Bei Monte, Eli und so weiter läuft das aufs Gleiche hinaus. Wir haben vielleicht zusammen 20.000 Euro ausgegeben und keiner hat irgendwas gezogen. Es ist eine noch heftigere Abzocke als die letzten Jahre. Meine Invests laufen ziemlich gut. Lahm hat sich schon verdoppelt von 300.000 auf 600.000, was ganz nice ist. Damit bin ich zufrieden, die wir alle früh gekauft haben. Und jetzt ziehen wir weiter. Und in einer Viertelstunde kommt das Spiel raus für die Vorbesteller. Das heißt, da werden gleich wahrscheinlich einige Preise steigen, einige sinken. Wird gleich eine spannende Nummer. Gleich ist 0 Uhr. Macht das Ganze auf gar keinen Fall nach. Wenn ihr aber die besten Pulls nicht verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Machst du doch jetzt mit. Pack-Duell, ja. Das sind die Regeln. 20 Minuten, wer den besten Seed kriegt von all den anderen Verlierern, 5 Subgifts. Ja. 10. Okay. Sid, Willi, Mo und ich. Let's go. Ich wünsche euch einen guten Zug. Was? Sein Eck. Ja. Vor dem Training schon. Ja. Martip, ich lieg vorn. England, RB, Trent Alexander Arnold. 87. Ja. Rated. Von links, von links. Walkout. Nein. CB, oh mein Gott! Virgil! 90er. Er hat ihn schon wieder. Varane und Van Dijk die ganze Zeit. Das hat safe was mit Account zu tun. Boah, Anthony war auch noch mit dabei. Einfach noch ein Anthony dabei. Super, Leute. Dann kriege ich von euch allen 10 Subgifts. Das ist ja hart. Noch nicht. Nee, du bekommst erstmal einen feuchten. Aber es gibt gerade Rabatt. Groß! Groß direkt hinterher! Mit Mertens! Wieder Doppelpack! Ihr habt jetzt noch 12 Minuten Zeit, um 90er zu verbieten, ne? Macht euch keinen Stress. Iago Aspas, 85er. Ich habe die letzten 7 Pack-Duelle ausgesetzt. Dann mache ich einmal mit. Zieh Van Dijk und jetzt bin ich die nächsten 10 Pack-Duelle wieder raus. Also, ich muss sagen, die neue Animation finde ich jetzt nicht so nice, aber wenn du einen guten ziehst und du bist in einem Pack-Duell und das steigt und steigt und steigt und steigt und hört nicht auf und dann steht da 90, dann ist das schon nice. Ja, dann bockt das, fühle ich. 10 Minuten habt ihr noch Zeit. Sid, Willi, Mo. Danach ein Game. Okay. Pablo Maffeo, der kostet doch was, oder? Jungs, warum geht denn jetzt dieser Scheiß für der Blam nicht weg? Nochmal Anthony, lol, what the fuck? Der ist immer, Alter, immer dabei, ich zieh mal Doppelpack. Oh, da kommt nochmal Rice, 84er, okay. Mein zweitbester ist immer noch besser als von euch allen der beste. Gabriel Jesus, der gibt auch Coins. 4 Minuten noch, aber wenn ihr mich besiegt, seid ihr völlig krank. Wer zieht auf Ansage in 3 Minuten besser als 90? Damit würdet ihr mich brutal ficken. Das wäre eine krasse Folge. Gebt nochmal alles, Leute. Ich würde es euch gönnen. Ja, Digga, das wird Max gewinnen. Willst du uns gönnen, Max? Oder? Ich würde es euch gönnen. So, ich hab nichts gezogen. So, Leute, die Zeit ist um. GG, Max. Oh, ich habe einen Walkout noch bekommen. Was ist das nochmal? Ganz zum Schluss. GG. Thiago Silva. Ey, glaubt ihr, Rüdiger steigt nochmal, Mo, oder nicht mehr? Hundertprozentig steigt er. Ich sag, Real und PSG steigen alle krass. Also der ist jetzt bei 114 und ich habe ihn für 70 oder so geholt. Mo, danke für die 10 Subgifts-Schulden. Jetzt ja, nur noch. Gerne, ey, weil ich das so mag und so. Super, jetzt nur noch die anderen beiden. 85 Digga, ist gut. Wie viel ist Jaja? 70. Digga, ich überlege mir den zu holen, weil ich das Gefühl habe, der knallt nochmal hoch. 970. Und Cristiano Ronaldo, ich ohne Witz, ich will Cristiano Ronaldo verkaufen. Der ist sau schlecht und kostet 500.000. Ich will den verkaufen, auch als First Owner. Der hat voll die Drecksstats. Der ist nicht eine halbe Million wert. Die Leute kaufen ihn nur, weil er Cristiano Ronaldo ist. 81 Tempo, 85 Dribbling. Ich verkaufe den. Ich bin am Flippen. Ich bin ein richtig krasser Supertrader. Wie viel? 500.000 oder was? 420? 430 Sofortkaufpreis. Ich mache Sofortkauf 440 und ich sage, dass er da startet. 420. So ist gut. Der wird noch steigen, ja, aber nicht mehr 100%. Also nicht mehr so stark. Ich will nicht, dass er sofort weggeht. Okay, 440. So, jetzt reicht's. First Owner von Trimax. Mal gucken, ob der einer kauft. Ich bin jetzt böse am Flippen. Ich habe sowohl Lahm verkauft als auch Cristiano Ronaldo. Welchen Lahm hast du verkauft? Baby Lahm. Ich habe ihn gekauft für 300, verkauft für 600. Also da ist noch ein mittlerer Lahm auf dem Markt, wenn jemand haben will. Ja, für einen guten Preis. Gekauft. Das ist sogar meiner. Gleich gehen die Preise nochmal schön runter. Da werde ich zuschlagen. Wie gehen runter? Ja, wenn gleich kommen alle online um null. Die werden alle was ziehen. Und sobald die was ziehen, weil die Münzen haben wollen, verkaufen sie das. Und dann werden am Anfang alle verkaufen. Jeder hat seine Free Packs. Und dann gehen die Preise erstmal runter, so für 2-3 Stunden. Und danach steigen sie wieder. Und in diesen 2-3 Stunden schlagen wir alle zu. Das macht Sinn. So, Leute, 0 Uhr, das Game ist jetzt draußen. Jetzt geht's los. Jetzt wird der Markt weggespült, Alter. Happy Release Day. Hey, Leute, lasst euch nicht zu viel scammen. Hey, ich wurde rausgeschmissen. Also. 86er. Ja, ich weiß. Walkout, super. Alexander Arnoldson. 200. Hast du den Namen? Guter Call von Indy. Wenn wir was droppen, müsst ihr Bescheid sagen, Chat, bitte. Ja, nee. Müller, oh Gott. Nachgesagt. Ja, nee, ich sag dann einfach nix, ne? Warte. Ja. Meine Lieblingskomplex sind, glaube ich, boah,
schwer. Ich hatte eine Tresorphase. Cini-Mini, ist auch selbstverständlich. Ach, ich kaufe Eli, ich bitte auch bei diesem Philipp Lahm mit, Eli. Mach deine Finger weg. Eli, ich bin auch drauf. Halt's Maul, ich bin auch drauf. Bieten wir auf den gleichen, jetzt ist doch dumm. Stopp mal, Jungs, lass mal absprechen. Auf wen bieten wir hier gerade alle? Ich biete auf Flips, Mann. Das ist dumm. Gibt's doch einen guten Flips, Mann. Ey, das ist dumm, wenn wir uns hier im Discord gegenseitig überbieten. Das ist einfach dumm. Es sind vier Leute aus dem DC auf Alarm. Also ich hab die 700k gehabt, ja, hier 702, passt. Wie sieht's aus, Jungs? Wer will Philipp am meisten? Ich drück das bis 750 hoch, das war die Grenze. Echt jetzt? Der kostet 780. Ich glaube, ich kaufe einfach direkt. Aber das ist, glaube ich, meiner. Oh, wir haben Philipp. So, Leute, ich hab jetzt genau die 900.000 FIFA-Points geknackt. Alles danke, Mann. Keine Ikone. Walkout. Müller. Ich auch. Oh, guter Inform. Deutschland Inform, wer ist das? Bremer. Hofmann, guck mal, der macht doch bestimmt was auf dem Tacho. Hattest du bis jetzt nix? Nein. Oh Gott. Ein bisschen wieder. Ein bisschen hochfahren, ey, das, hä? Ja, das ist ja. Bellingham? Kenn ich gar nicht. Ich brauch mal hier einen Call von jemandem guten. Ist Mo Ober noch hier? Kannst du mich auch sonst fragen? Nee, ach du, alles gut. Du kennst Bellingham nicht. Ich hab gerade das allererste Mal gezogen. Ja, was willst du? Was soll ich? Digga, ich glaube, alle Dortmund-Fans hassen dich jetzt. Nö. Oh, von links? Da kommt einer von links? Oh, nee. Wer ist das denn? Oh, Alaba. Macht der was auf dem Tacho? Oh, 32, 25, 32. Das macht der verkauf nicht so. Ich fand die toll. Willi, ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich. Oh ja. Und Sid an dich auch. Yo. Wie alt war eure älteste Dame, mit der ihr den Akt vollzogen habt? Bin kurz mute. Ich kann mir nicht sagen, die denken, wir haben einen Fetisch oder was. Wie bitte? Sag doch. Ich kann mir nicht sagen, die denken, wir haben einen Fetisch oder irgendwelche Probleme. Nee, bei euch doch nicht. Ja. Bei euch ist doch sowieso Hopfen. Euch ist das scheißegal. Bei euch, Digga, Willi hat einen Bodycount von irgendwie 400. Ist doch egal, wenn aber jetzt eine 50 war. Ja, trotzdem, geht's noch, Alter? Das ist hart, okay. Dann müsst ihr nur sagen, wer von euch mit einer den Akt vollzogen hat, die älter war. Ihr müsst nicht sagen, wie alt, nur wer von euch beiden. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du, Sid, oder? Sprecht euch ruhig bei WhatsApp ab. Stimmt, ja, Sid, ja, ich weiß, ja. Okay, sehr gut, Sid. So doll, Sidney im Vorsprung, krass. Sidney hat einen Knaller. So klar war das, wie das gerade von Willi kam. Und ja. Sidney sagt, ja, glaube ich schon so 58. Nein. Das ist meine Nachbarin gewesen. So, dazu nicht sagen. Geil. Ich habe jetzt gerade diesen Moment Markus Llorente gezogen, Leute, der geht für 60k weg. Llorente ist der Beste. Ja, der kostet 60k. Euch noch mal so ein Trader hier, der sein Geld mit Trading verdient. Ich sein bräuchte mir echt hier. Ich dachte, das ist Eldos. Da haben wir einen E-Sport mit mir. Ich bin der Wahl. Ich bin Wahl, ist auch wichtig immer. Team Wahl. Du bist der Wahl? Das ist ein Wahl, cool. Das sind die am meisten Pain in den Games. Also wenn die Kamera von links nach rechts geht, ist Walkout, oder was? Ja. Yeah. Aber sie muss nicht immer von links nach rechts gehen. Achte auf die Lichter. Und wenn die Lichter nach oben gehen, hast du schon mal ein Board. Und wenn dann Feuerwehr kommt, dann hast du einen Walkout. Aber wenn die Kamera direkt am Anfang von links kommt, muss aber nicht garantiert sein, hast du auch ein Walkout. Komisches System, oder? Und viele Walkouts kommen nicht raus. Mein Cristiano Ronaldo ist nicht rausgekommen. Was hat's mit dieser Flanke auf sich? Ich bin L24. Oh, von links kommt hier mal was. Naja, ist wahrscheinlich... Ein Außenriss. Habt ihr die gesehen? Linkovic-Savic. Ein Walkout! Thiago. Mhm. Oh Gott, wieso hat denn der 50.000 Starting Price? Ich muss ihn wieder wegschmeißen, das glaube ich nicht. Oh mein Gott, töte mich. Du bist nicht Zings. Oh, Walkout mit Special. Savanier. Schäschul, wenn du 15 Siege nicht dieses Jahr in der Weekend League schaffst, machen wir eine Strafe für dich, okay? Mhm. Aber wenn du es schaffst, kriegst du 100 Subgifts, okay? 15 muss ich schaffen. 15 Siege Weekend League. Völlig Road to Glory, dich 1 Cent ausgeben, musst du hoch und heilig schwören. Hallo? Ja, es hört sich gut an. Aber wenn du verlierst, gibt es eine Strafe, wenn du es nicht schaffst. Hörst du mich? Okay, machen wir. Konzentrier dich. Ich hab Scheiße gehabt, Viper ist doch gar kein Cent in der Noten. Digga, du laberst ja nur Scheiße, Mann. Okay, aber dann hör mir zu. Wenn du 15 Siege schaffst in der Weekend League, Digga, bist du besoffen? Red ich gegen eine Wand? Ja, mach ich, haben wir doch gesagt. Wenn du 15 Siege schaffst, kriegst du 100 Zapkes. Wenn du es nicht schaffst, in diesem FIFA, komplett Road to Glory. Wenn ich mal irgendein Osterangebot für 390. Hör auf zu husten. Wenn du es nicht schaffst, musst du die gleiche Strafe machen wie Abu Goku. Kennst du Surström? Boah, Digga, bist du geisteskrank? Kennst du Surström? Ja, klar kenn ich das. Das musst du dir in den Arsch schieben. Bist du down? Du bist echt geistig manchmal. Das ist doch giftig oder so. Alter Junge, Mann, du bist so ein Fischpo. Halt die Schnauze. Digga, du stellst so viele Fragen, wo sogar ich die Antworten weiß. Mann, kannst du mal deine Fresse halten? Mondi. Chef Strobel kassiert das 3-1 in der gleichen Sekunde. Zieh ich Mondi und Chef Strobel hat das Tor in der 45. kassiert. Traum. Ich liebe das einfach, Chef Strobel. Das Tor war und dann direkt Halbzeit Abpfiff. Das ist so geil, Alter. Oh, da ist noch ein David Neres dahinter. Ey,
hält mein Torwart nichts mehr? Hä? 4-1. Ich finde dafür, dass das... Oh, von links! Elfmeter. Links! Milinkovic-Savic. Warum kein Elfmeter? Nee, ist genial. Warum kein Elfmeter, Max? Digga, du liegst 2-4 hinten. Es ist die 90. Minute. Was machst du da noch? N für Anthony. Von links, Wahnsinn. England, RB, Alexander Arnoldson. Vieira, der ganz normale Vieira, mit Vieira. Wenn der auf dem Markt ist für 2,5, würdet ihr den kaufen? Der mittlere. Der ist deutlich günstiger als letztes Jahr, aber alle spielen Yaya Touré. Und der ist die gleiche Position, weißt du, das ist das Problem. Yaya Touré drückt den Preis von Vieira. Ich habe letztes Jahr Vieira für 4 Millionen gekauft, weiß ich noch ganz genau. Völlig überzeugt, Brate, von Yaya, der kommt Main-Team. Okay. Ich sage, völlig overrated. Nein, Eli. Auch mal spielen und dann vielleicht drüber urteilen. Eldos, wie siehst du das? Vieira ging letztes Jahr für 4 Millionen, jetzt kostet er gerade nur 2,6. Aber Yaya Touré ist dieses Jahr unfassbar krank, gefühlt sogar besser auf der Position. Was macht man da jetzt? Ich würde mit Yaya belieben. Ja, aber ich finde Vieira so toll. Also ist mein Lieblingsspieler eigentlich. Ach so, ja, aber wenn du kannst mit, ja, ne? Ja, 2,6 für mit. Ich glaub, du kannst ihn holen, Max. Ja. Minimum klingt jetzt nicht so überzeugt, Digi. Oh, ich glaube, das ist ein guter Preis. Aber Max, ich würde ihn noch ein bisschen beobachten und dann gucken. Aber okay. Wenn er dir gefällt, dann... Erst beobachten, dann gucken, alles klar. Ich habe 5000 Spielerverträge, die verkaufen. Nee, what the fuck? Boah. Ich habe 15.000 Player-Contracts. Was steht da für eine Box? Eine halbe Million? Ich verkaufe gerade 15.000 Player-Contracts für eine halbe Million. Doch stark. Von links. Wahnsinn. Verratti. Digga, Verratti startet Digga. Bei 85.000. Oh, von links. Was ist das denn? Spanien? Ja, ich weiß. Wie, hoch gehst du? Naja, ich will ihn ja eh spielen. Also ich gehe hoch bis 2,6 Millionen. 2,6. Vielleicht ordentlich nach oben pushen in Lachs. Da bietet jemand irgendwo einen Einer drauf. Nein. Ja. Ey, das Game macht so Bock. Obwohl, ich kann meine Coins auch geiler investieren. Ich bin bei glatten 2 Millionen raus. 2,1 wäre auch noch nice, aber ich kann mit den Coins was Geileres machen. Wir gehen danach auch mit Vieira. Wie geht das so lange? Hab ich bekommen? Ey Leute, ich habe gerade mit Zidane, 94er mit Zidane, für 1,7 Millionen bekommen. Was? Das hat keiner geboten. Was? Das war der beste Trade von allen Leuten hier. 1,7 Millionen, 94er Zidane. Letztes Jahr hat er 3-4 gekostet. Vor zwei Stunden ging einer für 3,9 Millionen. Das ist ja der Wahnsinn. Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Die letzten zwei Jahre war einfach meine Spieltechnik, dass ich mit meinen schnellen Spielern einfach nach vorne laufe. Durch alle Spieler durch. Das bringt nichts mehr. Sind ja immer noch schnelle Spieler. Ja, aber nicht mehr so. Ey Leute, mit Icon Vieira, also nicht Baby, sondern mit Vieira, ging vor zwei Stunden für 2,6 und er ging heute schon für 2,7. Ich habe ihn gerade für 2,1 geschossen. Du hast mit Vieira? Ja, für 2,1. Boah. Digga, um die Uhrzeit bietet keiner. Das ist besser als Zidane. Nee, Zidane war besser. Bist du doof? Nee. Digga, die Deals sind ja der Wahnsinn. Kommst du den 3 Millionen? 2,6. Und Vera, der ist eigentlich 4 Millionen oder so. Was war Zidane mit letztes Jahr Peak? 3,5 oder? Nee, 3,4. Kriegst dafür, glaube ich, 3 Millionen oder so dieses Jahr. Habe ich genau die Hälfte genommen. Ich habe sie für 1,7 bekommen. 1,7? Ja, jetzt checkst du es doch endlich mal. Das ist das. Digga, da könnte ich mich so drüber freuen, als hätte ich die Ikone gezogen, Alter. Vera ist viel besser. Gott, ne. Ja, er ist besser, aber es geht mir um den prozentualen Plus. Ja, warte. Ich habe für Vieira mehr als für Zidane gezahlt. Ja, warte ab. Vieira letztes Jahr 4,3, 4,8, Peak 5,2. Guck. Krasse Scheiße, Digga. Krasse, das ist ja völlig... 2,1. Digga, guck doch mal bitte mein Team an. Kannst du mal kurz meinen Stream öffnen? Digga, das Game ist vor 4 Stunden released. Wieder so lange die Aufnahme. Digga, mein armes Cutter-Team. Okay, Leute, es ist 4:30 morgens. Ich habe jetzt von 11 Uhr morgens bis am nächsten Tag 5 Uhr morgens Packs gezogen ohne Pause. Mein bester Pull leider immer noch Rudi Völler. Wir haben genau 1 Million FIFA-Points ausgegeben. Das sind 8.300 Euro. Die Ikone ist längst hinfällig, aber sie kam noch nicht. Wir hatten aber Glück mit den Snipes von Vieira und Zidane. Heute, sag mal, also vor 4,5 Stunden wurde FIFA released, richtig? Und ein paar Leute haben es auf den Markt gestellt, aber es ist keiner, der sich die gerade leisten kann. Deswegen konnte ich einen Zidane für unter 2 Millionen, was habe ich hier nochmal? Der war ja ganz günstig, ne? 1,75 Millionen und Vieira für 2,1 Millionen. Dass ich die so günstig bekommen habe, ist gefühlt viel krasser, als eine Ikone zu ziehen. Ey Leute, macht's auf gar keinen Fall zu Hause nach. Ihr seht's, 8.300 Euro, 1 Million FIFA Points, mein bester Pull. Son und Rudi Völler. Ey, Meinung in die Kommentare, macht's auf gar keinen Fall nach. Bis morgen früh. Tschüss.